Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge Neucraft Shakeave. Da war alles komplett falsch am Anfang, aber das ist okay, solange ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben richtig stellt. Denn heute geht es an die große XXXL Basebau-Fortschrittsfolge. Ihr seht, by the way, gerade eine neue Mod-Mische, die ich ausprobiere. Eine Kombination aus Invidium und Bobby, mit der wir unglaublich weit gucken können, ohne irgendwelche Performance-Einbußungen. Das ist insane. Ich glaube, das hier ist gerade meine Favorite-Bond-Kombo. Vielleicht kommt dazu irgendwann nochmal was. Aber alles ist insane und geladen und super geil. Und heute soll es weitergehen mit unserem Würfel. Denn wir haben lange nicht an der Base weitergebaut. Wir haben jetzt viel Technik-Stuff gemacht. Und heute geht es an Basebau. Der Würfel wartet, der Würfel wird fertig gebaut werden. Dementsprechend hier drüben. Es fehlt noch die komplette Rückseite von unserem Würfel für die Fassade mit dem Gradient. Da soll es jetzt drum gehen. Plus außen den Stein, die anderen Rauten, die anderen beiden Portale, damit der Rohbau von unserem Würfel endlich mal fertig ist. Danach können wir uns um die Features kümmern, die da auch rein sollen, also um die rausgeschlagenen Dinger. Da oben muss noch ein Deckel drauf, die Dinger hier hinten müssen noch connected werden. Und das ist der Plan. Ich habe gerade sehr dolle vorgesorgt und mich hier alle möglichen Sachen vorbereitet. Wir haben zwei Schalker von jedem Material, was wir brauchen. Wir ziehen jetzt erstmal wieder das grobe Gradient hoch, bevor wir das Ganze dann verblenden wollen, damit wir erstmal wieder einen Überblick bekommen, wie das aussieht, wie viel Zeug wir brauchen und so. Und dann machen wir noch das ganze Scaffolding wieder mit dazu. Aber für jetzt gibt es dann diese beiden Wände hier und dann die beiden Wände da hinten. Und dann ziehen wir da ein dickes Gradient hoch, was ihr noch nicht gesehen habt davor. Und ich hoffe, das klappt. Die dritte Seite ist fertig, also fast fertig. Die sieht echt anders aus als die anderen. Die ist nicht ganz so kreisrund. Also bei dem hier irgendwie schon, bei denen hier eher weniger. Da hat es ein bisschen gekracht, aber das ist okay. Das können wir beim Verblenden noch fixen. Für den jetzigen Teil bin ich sehr, sehr happy damit. Sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Ey, das wird wirklich noch das ganze Teil hier, ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch diese Seite hier und dann sind wir mit den groben Gradients und so weiter. Wettiger, wir sind eher. Mit den groben Gradients sind wir dann fertig. Ey, und endlich auch mal die Rückseite. Ich dachte ehrlich, Rückseite, ich werde die nie machen, weil ich dann nie entlang fliege. Ich habe mich immer nur hier vorne aufgehalten. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass das Ding hier wird. Wir haben Gradients an allen Seiten fertig. Noch nicht verblendet. Aber für ein bisschen Progress, für Mantel, bauen wir jetzt die großen Dinger hier drüben wieder ran. Same wie bei den anderen. Wir schnappen uns eine Menge normalen Stone und bauen uns die ganz großen Rautendinger und sowas davon. Plus oben und unten die ganzen Dinger. Copper lassen wir noch weg. Da haben wir gerade noch nicht genug Stuff. Aber die besten Streams, die ich gerade schon gesehen habe. wir können die anderen Dinger hier machen. Ich glaube, wir haben sehr gute News, denn... Nee, doch. Oh nein, drei Stück fehlen. Das Projekt Kupfer ist so gut wie abgeschlossen. Wir waren fleißig und wir haben ordentlich, ordentlich neues Kupfer geholt, damit wir in der Base weiter bauen können. Die äußeren Dinger sind ja eigentlich komplett fertig. Seelaternen werden wir auch noch sehr, 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 sehr viele brauchen. Und dann gehen wir rüber zum Lauhausmelter. Ja, die Bambusfarm muss geupgradet werden. Das Input-System ist schon geupgradet, Feister. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Fuel ist noch nicht ganz so genug da. Ich habe überlegt, ob wir maybe so ein bisschen auf Lava einmal mit dazugehen wollen. Damit wir, wenn wir jetzt was smelten oder so, damit das klappen könnte. Aber wir haben jetzt erstmal eine dicke Schalke voller Kupfer. Das ist sehr, sehr geil. Und die ballern wir durch, damit wir die... Hey, guck mal. Das ist das erste Mal, dass wir die Rückseite von dem ganzen Ding jetzt so sehen. Weil sonst war die immer ja komplett flach und ohne irgendwas. Aber jetzt ist sie da. Und jetzt wird das Kupfer geschmolzen. Und dann wird da oben das Ding mit dran gebaut. Ich, also für jetzt, I guess, wir benutzen auf jeden Fall ein bisschen Lava-Eimer. Oh, und hier habe ich schon angefangen. Guck mal. Wow. Gigantisch große Timelapse-Bauunterbrechung für eine Überraschung von Feister. Wir gehen jetzt zum Jump and Run. Jawollo. Boah, da bin ich aber gespannt. Ich habe meine Raketen eingepackt und bin bereit, dir zu folgen. Wohin geht's? Der Jump and Run ist episch. Ich bin auf dem Weg. Ich bin da. Der Jump and Run ist wirklich geil. Moin. Schade. Kann ich meinen Schalke haben? Also, die ist jetzt so gesehen meine. Nein, bitte. Oh mein Gott. Okay, schau mal. Er hat super viel mit so Sounds und Schalkern gemacht. Ja. Ich lass dich erstmal machen und dann kannst du irgendwann... Also ich kenne ja schon alles sozusagen. Ja.
First boah, one. Oh, Boss. Bin drin. Nee. Was wichtig zu wissen ist, die triggern erst, wenn die Schalker schließt. Ach so. Ah, okay, ich checke. Oh, der ist ja übergeil. What? Der ist richtig geil. Und es kommen noch krassere Sachen. Warte, war ich den nicht geschafft? Ich bin, ne? Kann ich nicht einfach den hier auch machen? Nee, dann wirst du von beiden Sachen gleichzeitig geboostet. Ah, oh, okay. Nein! Bist du ganz unten? Nee. Hä? Nee, jetzt geh wieder runter. Nee, das ist respektlos. Ey, das darf man. Das erlaubt Cheater. Ah, guck mal. Boah, wie geil, hä? Boss. Das ist ja übernice. Okay, wo müssen wir hin? Ja, du musst jetzt genau hier. Das ist das. Also, ich kann dir kurz zeigen. Ich habe das ohne Rüstung gemacht. Ich weiß nicht. Ich werde das wahrscheinlich auch nicht First Ray hinkriegen. Oh. Du musst dich im Endeffekt rausboosten lassen, im richtigen Moment springen, die Schalker öffnen da vorne, auf der Schalker landen. Und du hast dann ja gesehen, was dann passiert. Oh, aber manchmal bin ich rausgedrückt. Warte. Aber guck mal, wenn ich den... Du siehst dann, wie die Blöcke da so rausfahren. Dann musst du Digga, was? Wie krass ist denn das? What? Okay, ist das geil? Ich geschafft zum Beispiel. Aber das ist ehrlich sehr geil. Ich muss hier hüpfen, ich muss hier abspringen, wenn ich runterfalle. Ich sprint-jumpe im richtigen Moment. Ah, okay, okay, ja, ich genau. Checke, ja. Okay. Ja, ja. Movement-technisch hast du es, du musst oh, wie geil. Ich mach's ohne Rüstung. Ich weiß nicht, ob es für dich dann, ob's dann irgendwie besser ist. Nee. Oh, oh, oh. Hoppa! Ja! Jawohl! Okay, ich mach's jetzt nach, pass auf. Ey, ich war stuck darin, wirklich. Das hat gebuggt. Oh. Ja! Oh, oh Mann! Schade. Everything is awesome. Everything is cool when you're above the plan. Den Schwertpart schaffst du halt die ganze Zeit. Ich habe einmal in meinem Leben eine Maus kaputt gemacht. Und das war beim Jump'n'Run. Hab's geschafft, die geile Sache hier. Ich bin durch, ich bin oben. Warte. Okay, nächstes Ding hier. Ja. Du kannst es dir selber denken, oder? Ja, klar. Na, das war kack. Mhm. Ich auch. Okay, ich mach das Ding jetzt hier. Das Teil hier first try, okay? Nee, das war nicht der erste Try. Hier jetzt, first try, guck. Jetzt, boom, rüber. Hä? Ich bin irgendwie falsch geflogen. Warte, nochmal. Sicher? Ja, ja. Siehst du, wenn es nicht bad geht's. Boah, schön. Okay, Heiko, wir können jetzt ein Ding machen, was wir zu zweit machen können. Wow. Hier werden die Sounds mit einem Spyglass getriggert. Sobald du aus dem Spyglass rausgehst, wird es hier getriggert. Und auch durch Essen. Okay. Okay, wir können das mal gerne zusammen probieren. Ach, oh mein Gott, ich hab immer E gedrückt, um aus dem Spyglass rauszugehen. Nee, warte, du musst. Guck mal, wir müssen jetzt, das Ding zieht sich nicht ein oder sowas, wir müssen jetzt einmal rauf. Bist du drauf? Ja. So, zähl mal runter, bis du es machst. 3, 2, 1, jetzt. Hab. Und warte, jetzt folgendes. Wir müssen Spyglass gehen und dann auf die Schalker springen, sodass der Block vorne ausgefahren ist. Checkst du? Nö. Dann zähl runter. 3, 2, 1, los. Bin in mein Inventar gegangen. Ich bin... Du bist nicht drauf? Doch. Boah, schön. Was passiert jetzt? Vini, wir machen gerade das Jump'n'Run. Schere hoch. Okay. Ich wollte nur fragen, wie man Invisible Item Frames macht. Mit Glass Panes. Um ein Item Frame drum. Okay, danke. Du musst, Hä? Nein, du darfst da nicht drauf fliegen. Hä? Nein, das ist illegal. Ist das peinlich? So, warte, Heiko. Du musst jetzt springen und dann das... Und dann das... Oh. Heiko. Einfach nur die ganze Zeit springen. Mann. Aber nur springen ist doch auch langweilig, wenn ich da nicht weggeboostet werden muss, oder? Hä, doch, das ist reicht komplett. Referee. Hab's. Der wäre so stolz auf mich. Feister! Was los? Joe räumt die ganze Schatzkammer leer! Nein! Der räumt die ganze Schatzkammer leer! Joe Craft! Was ist das denn hier? Psch, 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 psch. Was hübsch? Nein, nicht! Nein! Kast! Joe, du hast gleich keinen, nicht keinen. Da steht gleich keine Null mehr hinter deinem Namen. Ich klau ihm keinen einzigen Diamant. Ich schwöre, ich klau ihm keinen einzigen. Das ist egal. Das ist doch egal. Ich muss den Namen von Basti Gergé umbringen. Psch, psch, psch.
Nein, nein, kein Joe. Nein, du kannst hier nicht einfach die Schatzkammer leer räumen. Doch, kann ich. Ich räume sie nicht leer. Doch, naja, also wenn ich das hier so ansehe, dann ist hier schon, dann fehlen hier schon bestimmt 4 Stacks. Ich bin ja noch nicht fertig, Kass. Okay, also willst du noch eine Stunde bitte wiederkommen? Du willst noch mehr abbauen hier? Ja, lass mich mal machen. Ich hab was Wichtiges vor. Wie, lass mich mal machen? Wir müssen gerade, der König ist gerade nicht da. Wir müssen für ihn handeln. Nein. Also pass auf, mir ist das hier aufgefallen. Guck mal, was siehst du, Karst? Ein Dieb? Hier fehlt alles. Ich will quasi die Diamanten gerne mal da vorne. Hä? Der hat schon wieder einen abgebaut. Ich baue die Diamanten da vorne in der Ecke auf, ja, die hier liegen. Allerdings in der richtigen Proportion. Hä? Euer König betrügt euch nämlich. Der sagt hier quasi, sind Berge von Diamanten, aber das sind keine Bergen, das ist einfach nur Höhle. Joe, ich will jetzt nicht Ozi gehen, aber ich glaube, die haben hier mehrere Stunden dann gebaut und das extra so gemacht, damit das geil aussieht. Kann man das nicht wieder rückgängig machen? Das dauert nicht lange. Oder? War ich einer, der das hier so gebaut hat. Also. Weißt du, du hast einfach Berge hier aufgeschüttet. Ist das so aufwendig, echt? Digga, die haben da so 3-4 Stunden dran gebaut, damit das so aussieht. Also was ich tatsächlich jetzt erzähle, und der baut das einfach ab, um auf einen Haufen zu bauen. Ist tatsächlich alle Diamanten da hinten auf diesem Berg quasi aufzuschütten. Also quasi, ich würde jetzt die Diamanten, die ich im Inventar habe, hier innen drin aufstocken. Das heißt, ich würde jetzt hier reingehen und quasi anfangen, komm mal her, hier so in der Ecke alle Diamanten wieder zu placen. Das war jetzt so meine Idee tatsächlich. Ich wollte alle Diamanten mal gerne auf einen realistischen Berg bauen und dass wir quasi am Ende einen vollen Berg haben. Nein, was passiert hier? Nein, bitte mach was für sein Video. Ist das wirklich so schlimm? Ich kann das nicht einschätzen. Ihr müsst mir mal helfen. Wir haben ja schon alles hier so recht stimmig gebaut. Wir haben ja nicht alles super random gebaut. Das ist krass. Okay. Nee, ich sag auch ehrlich, wir bauen alles ab, teilen das auf 4 auf und joinen nie wieder. Junge, was? Big New Base Update. Wir haben unglaublich, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile fast wieder eine Woche an dieser Folge dran. Aber wir haben das nächste Ding komplett fertig und einiges an Kupfer für den Rest davon ready. Ich denke mal, als nächstes steht relativ bald eine neue Guardian Farm an, weil wir super viele Seelaternen noch brauchen werden. Für das Ding hier fehlt das ganze Kupfer, aber das ist theoretisch alles am Start. Das heißt, die Pläne, diese Löcher wieder ausbuddeln für unsere beiden Netherportale, sehr important. Maybe eine neue Guardian Farm, die dann mit 2 Spielern funktioniert, sodass wir mehr Seelaternen bekommen. Was auch sehr, sehr, sehr geil wäre. Dann zusätzlich Hypersmelter Upgrade, vielleicht mit einer Cauldron Farm, Lava Cauldron Farm, damit wir die komplett bum, 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 bum usen können. Weil mittlerweile wir haben unser Fuel, unsere Ressourcen aufgebaut und da kommt nichts Neues mehr mit dazu. Es sind also viele Steps, die dann noch so ein bisschen durchscheinen. Aber, ey, jetzt mal for real, die beiden Seiten hier komplett zu sehen bis jetzt, muah. Absolut insane, weil das Gradient jetzt immerhin komplett fertig ist um den Würfel drumherum. Es fehlt noch das Verblenden, granted, das kommt noch mit dazu. Aber ansonsten, ich würde sagen, ja gut, wir müssen die ganzen einzelnen, so die Details und sowas da noch rausmachen. Bei denen ist halt no joke sehr, sehr schwierig, weil das dauert super lange, die Teile hier zu machen. Aber ansonsten ist hier wirklich riesiger Progress.